Christina Stürmer, eine der berühmtesten Sängerinnen Österreichs, erlebte in ihrer Musikkarriere nicht nur Höhen und Tiefen, sondern musste auch in ihrem Privatleben großen Schmerz und Verlust ertragen. Trotz einer erfolgreichen und weithin beliebten Musikkarriere musste Christina Stürmer auch Schwierigkeiten und Herausforderungen in ihrem Familien- und Liebesleben meistern. Eine ihrer größten Trauer war die unerwartete Trennung von ihrem langjährigen Partner, die ihr unbeschreiblichen Schmerz und Leid bereitete. Darüber hinaus war Christina Stürmer, wie jeder andere Mensch auch, beruflich und privat mit Problemen und Streitigkeiten konfrontiert. Der Druck von Ruhm und Medienaufmerksamkeit kann zu Stress und Aufruhr in ihrem Privatleben führen. Doch egal, welche Schwierigkeiten auf Christina Stürmer zukommen, sie weiß immer, wie sie diese überwinden und weiter vorankommen kann. Ausdauer, Entschlossenheit und Geduld halfen ihr, alle Herausforderungen zu meistern und stärker zu werden. Wir Fans werden immer an ihrer Seite sein und Christina Stürmer in jeder Situation unterstützen. Mit unserer Liebe und Ermutigung wird sie mehr Kraft haben, alle Schwierigkeiten zu überwinden und wieder Freude und Glück im Leben zu finden. Christina Stürmer ist nicht nur eine musikalische Ikone, sondern auch eine starke und temperamentvolle Frau, die Bewunderung und Respekt verdient. Doch, Christina Stürmer ist nicht nur eine Geschichte von Stärke und Erfolg, sondern auch eine Reise voller Trauer und Herausforderungen. Im Laufe ihres Lebens war sie mit vielen persönlichen Schmerzen und Belastungen konfrontiert, insbesondere in Beziehungen und Verlusten. Eine der größten Traurigkeiten, die Christina Stürmer je erlebt hat, war die unerwartete Trennung von einer Liebesbeziehung. Die Trennung von jemandem, den man liebt und dem man vertraut, kann unbeschreiblichen Schmerz und Härte verursachen. Dieser Verlust könnte tiefgreifende Auswirkungen auf Christinas Stimmung und Geist haben und sie vor große Herausforderungen bei der Genesung und dem weiteren Vorankommen stellen. Darüber hinaus steht auch Christina Stürmer wie viele andere Prominente unter Druck durch Arbeit und mediale Aufmerksamkeit. Das Leben im Rampenlicht und der Druck, ein perfektes Image zu bewahren, können unnötigen Stress und Ängste hervorrufen. Diese Schwierigkeiten könnten eine große Herausforderung für Christinas psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden darstellen. Obwohl Christina Stürmer mit Trauer und Herausforderungen konfrontiert war, weiß sie immer, wie sie diese überwinden und weiter voranschreiten kann. Ihre Stärke, Entschlossenheit und Geduld halfen ihr, alle Widrigkeiten zu überwinden und Freude und Glück im Leben zurückzugewinnen. Wir Fans werden immer an ihrer Seite sein und Christina Stürmer in jeder Situation unterstützen. Mit unserer Liebe und Ermutigung wird sie mehr Kraft haben, alle Schwierigkeiten zu überwinden und wieder Freude am Leben zu finden. Christina Stürmer ist nicht nur eine musikalische Ikone, sondern auch eine starke und temperamentvolle Frau, die Bewunderung und Respekt verdient. Neben Herausforderungen in ihrem Privat- und Berufsleben war Christina Stürmer ihr Leben lang auch mit schwierigen Emotionen und großer Trauer konfrontiert. Einer ihrer größten Schmerzen könnte der Verlust eines geliebten Menschen sein. Der Verlust eines geliebten Menschen kann unbeschreiblichen Schmerz und Leere verursachen. Dies kann tiefgreifende Auswirkungen auf Christinas Stimmung und Geist haben und dazu führen, dass sie vor einer großen Herausforderung steht, ihren Schmerz zu überwinden und einen Weg zu finden, weiterzuleben. Ein weiterer Aspekt im Leben von Christina Stürmer könnte der Druck durch Ruhm und Aufmerksamkeit seitens der Medien und der Öffentlichkeit sein. Wenn man unter roten Ampeln leben und ein perfektes Image bewahren muss, kann das ein Gefühl der Einsamkeit und unnötigen Drucks hervorrufen. Die Aufmerksamkeit der Medien und die Erwartungen der Öffentlichkeit können ein stressiges und belastendes Umfeld schaffen, insbesondere für einen Künstler, der versucht,
seine Karriere und sein Image aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus war Christina Stürmer möglicherweise auch in ihren persönlichen Beziehungen mit Streitigkeiten und Schwierigkeiten konfrontiert. Die Vereinbarkeit von Familienleben und Musikkarriere kann eine Reihe komplexer Herausforderungen mit sich bringen und zu Stress und Instabilität führen. Diese Beziehungen können große Opferbereitschaft und Engagement erfordern und, wenn sie nicht gelöst werden, zu Traurigkeit und Kummer führen. Doch trotz der Herausforderungen und Schmerzen, denen sie in ihrem Leben ausgesetzt war, bleibt Christina Stürmer ein Symbol für Stärke und Geduld. Mit Entschlossenheit und harter Arbeit überwand sie alle Hindernisse und entwickelte sich in ihrer Musikkarriere weiter. Mit der Unterstützung ihrer Fans und ihrer eigenen Stärke konnte und wird Christina Stürmer in ihrem Leben und ihrer Karriere weiter aufsteigen. Sie mit kategorisieren, klassifizieren, generalisieren und so weiter. Während hier unten diese praktischen Inhaltskonzepte, insbesondere mit Investigating, Problem Solving, Problem Posing und Creating and Inventing zu tun haben. Macht also Sinn. Ne? Sehr spannend auch hier dieses Feld. Ordering, dieser Prozess, Ordering, spielt eigentlich mit praktisch keinen Inhaltskonzepten eine Rolle, außer Information und Data. Also überhaupt die Tatsache, dass Information und Data zusammengehören, ist super. Das zeigt einem letztlich auch, dass das, was man hier mit dem Fragebogen erfasst hat, nicht irgendwie zufällig oder sinnlos ist, sondern es macht Sinn, was da rauskommt. Hat uns eigentlich relativ zufriedengestellt, so, ne? Okay. Und diese grün umrandeten, das sind die, die jetzt oberhalb des Gesamtmittelwerts oder so liegen, ja. Das sind insbesondere die Felder, in denen man sagen kann, okay, da kann man jetzt mal im Unterricht drum rumstricken. Ja? Also beispielsweise, um hier mal Probleme klassifizieren, kategorisieren, generalisieren und so weiter. Das kann man mal zum Thema machen, wie Informatiker das machen. Jetzt kommt man vielleicht überhaupt erstmal auf den Gedanken zu gucken, wie machen Informatiker das? Ja? Es ist ganz wertvoll, eigentlich diese Prozesskonzepte mit in den Gesamtprozess mit einzubeziehen. So. Ja? Auch durch Clusterung wieder. Und zwar doppelte Clusterung. Einmal bezüglich der Inhaltskonzepte, einmal bezüglich der Prozesskonzepte. Und dann wurde wieder an einer bestimmten Stelle der Cut gemacht und dann sind diese Gruppen entstanden. Ja. Also wurde sozusagen zweidimensional geclustert, zweimal geclustert. So, jetzt wollten wir aber immer noch nicht aufhören. Wir wollten ja wissen, was sind die zentralen Konzepte der Informatik im Gegensatz zu denen anderer Disziplinen, um auch sozusagen das Typische der Informatik mal rauszuarbeiten. Deswegen haben wir auch andere Disziplinen befragt bezüglich der zentralen Prozesse, um es mit den Informatikern zu vergleichen. Diese Prozesse, das sind die Inhaltskonzepte, das wären ja typische Informatikkonzepte. Ne? Die kann man nur Informatikern stellen eigentlich. Die Prozesskonzepte sind allgemeine Prozesse, so, die letztlich Allgemeinbildungscharakter haben. Die kann man ganz allgemein nehmen und auch mal Mathematikern geben oder Germanisten oder Physikern und so sagen, was sind eure Prozesse? Genau das haben wir gemacht. Bevor ich dazu komme, vielleicht noch der Hinweis, vorhin haben wir gesagt, Model als Konzept war ganz unten bei dem immer noch zentrales Konzept, aber nicht prominent an erster Stelle oder so. Das rutscht aber jetzt hier an zweite Stelle, wenn man es in Verbindung mit Prozessen nimmt. Also der Modellbegriff in der Informatik ist gar nicht so prominent.